Micha, wann hast du? Mal ganz schnell, ich habe nämlich keine Zeit. Ich brauche Reifen für meinen Golf. 235, 35, 19. Besorge ich dir zwei. Ich brauche den Okay, ja. Preis erstmal. Ich habe jetzt Pirellis drauf, Ja, ne? ich gucke mal. Pirelli P0 oder auch was anderes. Das ist ja egal eigentlich. Ja, ist Ne? eigentlich egal, aber. Ja, genau. Okay, machen wir. Ich Wann? mache dir einen Preis. Okay, super. Jo, Sagst du mir heute ciao. noch Bescheid? Willst du gleich noch Bescheid? Tschüss. Danke, tschüss. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich brauche neue Reifen für mein GTI. Die sind nämlich echt runtergerubbelt. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich da mal ein Video zu, denn dann gibt es wahrscheinlich wirklich Unterschiede an Preisen. Ich gucke jetzt hier online nach und warte mal, was der Bernd mir sagt. Und man darf nicht vergessen, Bernd macht den Komplettpreis mit Montage. Hier finde ich jetzt erstmal nur Reifen. 2,35, 35, 19 Zoll. In diesem Sinne, let's go. 2,35, 35, 19 Zoll. Reifen günstig online kaufen, Check 24. Ich war gespannt. 107 Euro Fulda. Marken Sommerreifen für PKW zulassen bis 300 km/h. Das ist auf jeden Fall das, was wir brauchen. Goodyear Eagle 133. Hankook. Pirelli, da ist er. P0. PZ4 235, 35, 19. Zugelassen bis 300 km/h. Mit Felgenschutz. Verstärkter Reifen von BMW empfohlen. 128,08 €. Mache ich mir direkt mal einen Zettel fertig. Pirelli 128,08 €. Und was habe ich gesagt? Der Fulda liegt bei 107. Der scheint ja auch der günstigste zu sein. Pirelli 128,08 €, 107. Kostenlose Lieferung. Der Goodyear Eagle F1, Asymmetrik 6, 133 Euro. Schreiben wir den nochmal mit auf. Kostenlose Lieferung, ab zwei Reifen. Kumho für 88 Euro. Sommerreifen mit PKW zugelassen bis 300 km/h. Verstärkter Reifen mit Felgenschutz. Kumho, ich glaube, ich hatte schon mal einen Kumho. Bin mir nicht ganz sicher. 88,28 €. Aber ganz ehrlich, ich habe wirklich gedacht, so ein Reifen kostet locker 2,50. Also ich war so bei 500 € mit zwei Reifen, inklusive Montage, ne? Den Conti schreiben wir auch mal auf, denn wenn der Bernd uns anruft, dann können wir ja mindestens, haben wir mindestens ein paar Vergleiche. Jetzt ist die Frage, ist denn der teurere Reifen noch immer der bessere, ne? Aber 88 € ein Kumho-Reifen, den will man sich nicht drauf machen, wenn man 300 PS hat, oder? Jetzt warten wir mal, was der Bernd sagt. Und dann bin ich gespannt, wie viel ich für zwei Reifen inklusive Montage bezahle. Also ich würde vorschlagen, es lohnt sich wirklich, das zu googeln und nachzugucken. Wir haben jetzt drei Portale nachgeguckt und das erste Portal war wirklich das günstigste, ne? Weiß ich schon gar nicht mehr, wer das war. Wenn wir mal zurückgehen, das war jetzt reifen.com. Wir waren bei Reifencheck24. Dann warten wir auf den Bernd, bis der mich zurückruft und dann vergleichen wir die Preise und wollen dann natürlich noch wissen, was kostet Montage. Krass. Ich habe jetzt versucht, das dritte Mal den Bernd anzurufen, der geht nicht ans Telefon. Ich fahre jetzt dahin, denn es sieht wirklich katastrophal aus. Ich nehme mich jetzt mal mit zu meinem Auto. Ich habe gestern Abend geguckt auf dem Reifen und denke so, was ist das denn Weißes an meinem Reifen? Ja, Bernd! Micha, Du gehst auch nochmal ans Telefon. ich habe Urlaub, du. Ah nein, nicht dann. Du hast gesagt, du bist ab Donnerstag wieder im Laden. Das war letzte Woche. Ja, und ich habe dich seit Donnerstag angerufen letzte Woche, da bist du nicht ans Telefon gegangen. Ich weiß nicht, ich war ein bisschen im Was Stress, machst weil du ich denn muss mit so. deinem Reifen? Pass auf, Die ich habe dir gesagt. Kaskaden gucken schon durch. Pass auf, ich habe dir gesagt, es ist ein Angebot im Rechner, du kannst montags da vorbeifahren und die Miriam weiß Bescheid. Das habe ich dir gesagt. Du musst Okay. nur hinfahren, sagen, was du haben willst und dann bestellt ihr das. Und Okay. dann, ich habe gesagt, ich bin Donnerstag erst wieder da, aber du kannst Montag, du kannst zu Miriam fahren. Im Rechner ist ein Angebot. Meinst du, kann ich noch ein bisschen mit rumfahren oder soll ich schon mal Winterreifen drauf machen? Mach schon mal Winterreifen drauf, wenn die Kasse schon durchguckt. Ja, ist zu gefährlich. So, Bernd ist im Urlaub. Ich hatte es letzte Woche Donnerstag schon versucht. Also ganz ehrlich, als ich das Video angefangen habe, das ist glaube ich vor 2,5 Wochen gewesen oder so. Dann habe ich den Bernd letzte Woche Donnerstag dann versucht anzurufen. Er ging nicht ans Telefon, habe ich ein paar Mal versucht. Jetzt sagt er mir gerade, er war im Stress. Und ja, jetzt weiß ich, er ist im Urlaub. Ich wechsle jetzt einmal die Felgen, weil ich kann mit den Felgen nicht mehr rumfahren, zeige ich jetzt aber auch gleich. Und dann bringe ich die beiden Felgen zum Bernd runter.
Bin mal gespannt, was ich da für einen Preis bekomme. Werde ich jetzt aber auf jeden Fall machen. Und am Ende des Videos quatschen wir nochmal darüber, ob sich es lohnt, andere Reifen hätte nehmen zu können oder auch nicht. Gut, gucken wir gleich mal, was der Bärme für einen Preis macht. Und jetzt guckt euch erstmal die Reifen an. Die sehen katastrophal aus. Also ich habe gestern einen richtig Schock gehabt. Ich meine, der Bock fährt über 270 km/h. Wenn einem da der Reifen wegfliegt, dann wartet. Ne? So, gucken wir jetzt mal. Und dann wechseln wir mal eben. Müssen den Mini, der in der Halle steht, den müssen wir überbrücken, weil der springt nicht mehr an. Den rausfahren, meinen Golf reinfahren, Reifen runter, neue Reifen drauf. Muss ich alle vier Reifen runter machen, ne? Ach, wie hässlich der dann gleich aussieht. Da ist er, der Matthias. Einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Matthias, ich habe gerade schon angefangen zu erzählen. Ich brauche neue Reifen, ne? Ja. Gestern komme ich raus und denke mir so, ey, ich muss den Bernd mal anrufen wegen den Reifen. Der ist jetzt irgendwie schon eine Woche nicht ans Telefon gegangen. Und guckst so auf meinen Reifen und denkst so, ey Alter, was ist das denn? Guck mal bitte hier. Siehst du das? Ja. Da guckt die Kasse durch. Ne? Das ist schon das Gewebe. Und so können wir es auf jeden Fall nicht mehr fahren. Ich würde den jetzt da reinstellen. Da steht ein Mini drin. Der wird übrigens foliert. Sehr geil, finde ich. Komm mal gucken. Und dann müssen wir die Winterräder drauf machen und dann die Felgen zum Bernd bringen. Ah! Könnt ihr euch ein Mini rausholen. So, der wird foliert mit so einem Design, was so aussehen soll, nachher wie die britische Fahne. Ne? Also wenn man so vom Weiten guckt und von oben, da geht das so ganz rüber, dann ist das so grün. Und hier ist das Purple, lila. Finde ich sehr, sehr geil, aber die Folie ist sehr, sehr scheiße zu verarbeiten, weil das so eine dicke Folie ist. Jetzt, der springt nicht an, der ist leer. Ich guck mal eben, dass ich ihn einmal runterlasse. Was geht denn hier schon? Boah, ich habe keine Ahnung. Hilfall. Ich glaube schon 3 Wochen oder so. Weil Pascal immer nur daran arbeiten kann, wenn der keine anderen Sachen hat. Aber da der natürlich 1000 andere Sachen hat, kommt der Mini irgendwie nicht zum Zuge. Und dem der Mini gehört, der hat gesagt, ach, ist egal, ne? An dieser Stelle liebe Grüße. Du guckst die Videos ja auch, ne? Also Auto ist fast fertig, kannst du eigentlich schon abholen. So, ich guck mal eben. Der springt auf jeden Fall nicht an, glaube ich. Ne, der ist komplett tot. Gut, holen wir eben Ladegerät alles und dann machen wir mal fertig, tauschen die Autos und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Ding ist wirklich Gold wert, ne? So eine Starthilfe. Ganz einfach. Früher gab es sowas ja nicht. Früher musstest du ja erstmal ein Kabel legen zum anderen Auto, dann erst Masse anschließen, dann plus, dann Auto starten oder andersrum. Jetzt wird einfach das dran gemacht. Klack, 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 hat man schon gehört. Lass mal ein bisschen die Powerbank eben kurz Strom ins Auto packen. Da ist er! Ist doch nichts Geileres, oder? Ich schwöre dir, das ist so geil, ne? So. Ach, das Ding war noch nicht mal an. Das war gerade 76%, jetzt hat es 74%. Also, das lädt man einmal auf 73%. Lass es 70% sein. Geht jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen runter. Aber es gibt nichts Geileres wie das, auch gerade im Winter. Ja, kann ich echt nur jedem ans Herz legen. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, oder? Ja. Haben wir schon mal, ne? Da müsste der Link auch da sein. Ich habe das damals echt günstig gekauft. Ne, habe ich bezahlt dafür. 100 oder 80 Euro, irgendwie sowas, ne? Das war auf jeden Fall nicht so teuer. Und ich finde, dafür lohnt sich das echt alle Male. Geiler Sound, ne? Der Sound ist geil, oder? Ja, wir machen jetzt die Reifen runter und dann zeigen wir euch die Reifen mal, wie die aussehen, wie die ganze Innenfläche aussieht und wieso das Ganze auch nur innen abgelaufen ist. Das frage ich mich auch. So, bocken wir das Ding auf, ziehen die Felgen runter. Ach ja, und dann kommen meine Winterreifen drauf. Die sind hier. Die habe ich ja auch alle lackieren lassen. Ich habe es ja mit Felgen, ne? Felgen kriege ich ja immer irgendwie richtig geil kaputt. Ja, mich kannst du nicht drucken, lass dich, ne? Wieso? Was hast du denn mal gemacht? Einen Bordschein mitgenommen ein paar Mal. Kannst du dich erinnern, diesen Abend, wo ich dir die Felge vom Bild geschickt habe? Okay, mich daran erinnern. So, hier sind meine Felgen, nagelneu lackiert. Sieht gar nicht mehr so schlecht aus, oder? Aber das sind natürlich keine 19 Zöller, ne? So, Reifen runter, andere Reifen drauf. So, gucken wir draußen. Da. Hier drin habe ich die Felge auch schon angeratscht. Sieht gut aus, ne? Aber das ist schon gefährlich, ne? Sieht aber noch falsch eingestellt aus, ne?
Ja, aber die ganze Lauffläche ist ja wahrscheinlich viel Kurven, ne? Oder? Ich fahre so ruhig und so normal immer. Das ist ja noch, also das ist natürlich schon grenzwertig, aber wenn du, wenn der Reifen Blasen schmeißt, ne? Dann ist natürlich richtig schlimm. Aber das ist schon, kannst du schon vergessen. Und hier ist die zweite Pelle. Boah. So, wo haben wir denn? Da. Sieht glaube ich noch schlimmer aus, ne? Sieht glaube ich ein bisschen schlimmer aus, ne? Aber wie gesagt, der hat noch keine Blasen geschmissen, ne? Aber das ist schon krass, dass genau die Flanke so weg ist, ne? Leider ist der Bernd ja im Urlaub, habt ihr gerade am Telefon mitbekommen. Ansonsten würde ich ihn mal fragen, wieso der genau so weggefahren ist. Aber der ist auch eh runter, der Reifen, ne? Also das sowieso. Aber auch vom Profil her. Der hat ja nur noch radiert, aber man sieht hier, der läuft auf der Innenfläche mehr ab als auf der Außenfläche. Hier habe ich die Felge innen drin noch nicht geratscht. Ich kriege einen Anfall. Unter dem Video, wo mein Auspuff gerissen ist, da hat jemand runtergeschrieben, ey, du hast glaube ich echt ein Montagsauto, ne? Also ein Sonntagsauto, der meinte wahrscheinlich Montagsauto. Und jetzt gerade, wo die Felge hier runter ist, guck mal bitte, da geht der Klarlack ab. Das ist ja nicht normal. Ne? Also das sind ja seidenmatte Felgen. Ich weiß jetzt nicht, ob da Klarlack drauf ist, weil jetzt fängt das nämlich an, darunter zu glänzen. Wahrscheinlich seidenmatter Klarlack. Dass sie so matt sind, die Felgen, und jetzt fängt die an zu glänzen. Ey, ist echt. Ist ja schon wieder ein Materialfehler eigentlich. Ne? Eigentlich müssen wir schon wieder bei VW anrufen. Können wir mal direkt den Park anrufen, Thorsten. Fragen, ob wir die Felge ersetzt kriegen. Wobei, so wie die aussieht, wahrscheinlich nicht. Nimmt das nämlich jetzt alles mit. Jetzt rede ich mit den Jungs, die können ruhig gesehen werden. Hoppala. Mahlzeit. Kannst du mir die Reifen runterziehen? Guck mal, ich habe hier. Wie passiert sowas? Der sieht lustig aus. Aber wieso ist der von innen hier nur weggefahren komplett? Ist der Spur falsch eingestellt oder was meinst du, woran liegt das? Wirklich. Weil hier ist ja noch ordentlich was drauf, ne? Ja. Kann sein, dass die Spur verzogen ist. Na gut, dann müssen wir Spur auch mal einstellen. Weil der ist ja ringsrum einmal so, ne? Ja. Der Bernd ja im Urlaub ist, ne? Können wir den Bernd nochmal fragen, wenn er wieder da ist. Wir haben ja alles jetzt hier auf Video, warum die Flanken innen so abgeschossen sind. Ja, aber das sieht nach falscher Spur aus. Ja? Ja, auf beiden Seiten, die ist ja genauso, ne? Die hier. Die andere, ah, da. Auch. Ja, wahrscheinlich einmal links, einmal rechts drauf, ne? Ja, klar. Ja, dann sind beide Spuren verstellt. Hinten oder vorne? Vorne. Ja, musst du eine Spur anstellen, definitiv. Weil wir sind so lang. Damit hättest du auch nicht mehr lange fahren dürfen. Nee, deswegen habe ich ja gestern gesehen, da habe ich mich schon so erschrocken. Reifen kommen morgen, also muss ich heute entweder mit dem Motorrad fahren oder ich packe mir gleich die Winterreifen drauf. Anschnallen, Matthias. Ja, Matthias, anschnallen. Das ist ein Autokanal hier, da kannst du nicht unangeschnallt fahren. Geradeaus hoch. Und dann kommen morgen die neuen Reifen drauf. Spur muss eingestellt werden, habt ihr mitbekommen? Die ist wahrscheinlich komplett runter. Ich rufe jetzt den Bernd aber auch nochmal an und frage den nochmal. Hast du die Spuren denn damals einstellen lassen? Ich habe die Spur, glaube ich, noch nie eingestellt. Mhm. Ne. Das ist halt, wenn so ein Rennfahrer bist wie ich, dann ist das einfach. Da. Irgendwann muss die Spur mal eingestellt werden. Mhm. So, haben wir das aber. Hallo! Kenn ich nicht. Ich habe jetzt keinen Bock, alle vier Reifen drauf zu machen. Deswegen rufe ich mal den Bernd an und frage, ob man so fahren darf. So, wo ist er da? Obwohl er eigentlich im Urlaub ist, ne? Ruf mein Telefon. Louis Vuitton. Louis Weiten. Micha. Bernd, entschuldige, ich nochmal störe in deinem Urlaub. Erzähl. Reifen habe ich bestellt. Du sag ja. Mal, ich würde jetzt, damit ich rumfahren kann, Winterreifen drauf machen. Kann ich vorne Winterreifen fahren, hinten Sommerreifen fahren oder geht das nicht? Ja, kannst du machen. Ja, du hast zwei Platte gefahren. Bis morgen die neuen, für dich. Okay, ja? Super, dann brauche ich mich nicht vertauschen. Ja? Das ja. War, und die Innenflanken sind komplett runter. Was bedeutet das? Dann müssen wir mal eine Spur einstellen. Aha, ne? Okay. Aber guck mal, machen, wenn du wieder da bist. Genau, ja. Alles klar, schönen Urlaub. Danke. Ciao, danke. So, das war's. Es kommen neue Reifen drauf für einen super günstigen Kurs, muss ich echt sagen. Also an dieser Stelle nochmal Hut ab, Bernd, wenn du das Video hier siehst, was ich immer hoffe. Ne? Du warst echt der günstigste. Ich habe hier die Preise stehen. Ne, ich tue mein Telefon hier hin. Pirelli 128 Euro und der Fulda, für den ich mich entschieden habe, 107 Euro. Wenn man alle vier Reifen genommen hätte, hätte man sogar noch so einen Schutzbrief dazu bekommen. Das heißt, wenn man einen Platten gehabt hätte oder ähnliches, ersetzen die einem sofort den Reifen und man kriegt einen neuen. Und der hat, wie gesagt, im Netz 107 Euro gekostet. Das war's. Oh,
Boah, das war jetzt knapp. Wenn der kaputt gegangen wäre, das wäre aber Ding, das zeigen wir im nächsten Video. Wie wir die Felgen, die liegen schon hier, für 1,75 Euro neu machen. Aber das im nächsten Video, nächste Woche. Der Kurs ist echt super von den Reifen. Also es lohnt sich immer wieder zu vergleichen. Guckt im Netz nach. Ich habe geguckt bei Reifencheck24. Und dann redet mit einem Reifenhändler und sagt, Emma, können wir da nicht was machen? Denn ich glaube, es ist natürlich interessanter, auch den Reifenhändler in der Umgebung zu unterstützen, oder? Richtig. Sagt einer, der bei Saturn arbeitet. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst den Daumen da. Und ja, guck mal hier, die Seite jetzt. Ich fahre jetzt so. Vorne so und hinten so. Ja, für einen Tag, ne? Bis morgen reicht das. Dann schmeiße ich nämlich gleich die Felgen hinten rein. Und ist nicht 200 auf Autobahnbrettern? Nee. Also ich muss ja nur von A nach B kommen. Ich brauche jetzt nicht das Motorrad rausholen und mit der Vespa fahren. Dann lohnt sich das damit. Ich bin wirklich so rumgefahren, 2 Tage lang, weil gestern habe ich es nicht geschafft, die drauf zu machen. Aber sie sind da. Das sind sie. Fulda mit Felgenschutz. Also theoretisch dürfte ja jetzt nichts mehr schief gehen, oder? Wobei die alten hatten, glaube ich, auch Felgenschutz. Ja, so sieht das Profil aus. Sehr, sehr nice. Oder? Ich habe jetzt die Rechnung bekommen und ich muss den Preis, den ich gesagt habe, noch mal ein bisschen revidieren. Also es ist der Preis, den ich wirklich bezahlt habe. Aber leider kann ich über den Preis nicht ganz so reden, denn der Bernd hat gesagt, ey Mischa, das ist echt so ein Mischa-Preis. Ne? Ich muss natürlich hier nicht die Montage bezahlen, ne? Weil die sagt der Bernd, ey Mischa, nein, musst du nicht bezahlen, dafür kennen wir uns so lange und du bringst doch immer verdammt viele Kunden. Kann man ja hier offen und ehrlich sagen. Aber ich habe natürlich die 107 Euro, die im Internet stehen, auf dem Fulda-Reifen, die habe ich nicht ganz bezahlt. Ich habe da ein bisschen weniger bezahlt. Bernd möchte aber nicht, dass ich das so sage. Deswegen konnte ich in dem Video nicht ganz so viel über die Preise reden, weil wie gesagt, ja, das ist nun mal so ein Bruder-Bruder-Preis, ne? Wie man das so sagt. Ja, hoffe, ihr versteht das und hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Aber ich wollte damit nur noch mal sagen, dass wenn ihr einen Internetpreis gefunden habt, dann könnt ihr das runter als Referenz nehmen zu eurem Reifenhändler gehen und sagen, ey, guck mal, so und so. Wahrscheinlich wird er sagen, ja, okay, Internet habe ich nicht mit zu tun, aber du musst ja auch noch die Reifen schicken lassen. Ist ganz oft auch kostenlos. Aber wirst du dann wahrscheinlich bei der Montage ein paar Euro mehr bezahlen, sodass der Händler dann auch wieder im Game ist, sagen wir es mal so. Und der Händler verdient echt nicht viel an dem Reifen, glaube ich. Also wenn ich jetzt hier meinen Preis sehe, wenn ich dann den Internetpreis sehe, dann entweder hat der Bernd draufgezahlt, ne, oder er hat es einfach echt gut weitergegeben und sagt sich, ey, hier komm, dann machen wir das woanders wieder gut. Ne? Ja, das wollte ich nur noch mal gesagt haben, deswegen habe ich nicht ganz so viel über Preise gesprochen. Oh, Fahrrad ist hier fast umgekippt. Ja, Auto ist auf jeden Fall wieder fertig, sieht wieder nice aus, schwarz, schwarz. Am liebsten würde ich die Felgen auch im Winter fahren, aber die Winterreifen sind mir einfach zu teuer dafür. Und ich habe ja eigentlich, wo sind sie denn? Die liegen jetzt irgendwo. Schöne Winterreifen, oder? Ob die schön sind oder nicht. Sind 18 Zöller, sind Alus und sieht eigentlich ganz schick aus. Die könnten wir nicht mal in schwarz machen. Hier sind sie. Ja. Das wäre vielleicht noch ein Projekt. Aber jetzt habe ich sie ja gerade erst lackieren lassen. Also machen wir es nicht mehr. So, jetzt reden wir so viel über Felgen. Nächste Woche kommt ein Video über Felgen. Oh, jetzt habe ich fast die Rechnung gezeigt. Nächste Woche kommt ein Video über Felgen. Da reden wir über die Felgen, wie ich sie repariert habe. Denn die waren ja geschrappt. Wer es bei Instagram gesehen hat, kann gerne nochmal einschalten. So, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen da. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt gerne tun. Tschüss.